Wie würden Sie denn den aktuellen Status bzw. den Status quo der Restrukturierungsbranche beschreiben? Ja, die Restrukturierungsbranche ist natürlich wahnsinnig im Umbruch und es gibt viele, viele im Prinzip große Themen der Restrukturierungsbranche. Das ist die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Das ist natürlich das Thema Digitalisierung. Das ist auch das Thema, wie organisiere ich meine Einheiten, wie bereite ich mich auf die nächsten 5, 6 Jahre vor. Und ich bin der Meinung, dass wir viel, viel Veränderungen erwarten können. Und ich glaube, alle Beteiligten müssen sich darauf einstellen. Aber ich glaube nicht, dass es Grund zur Panik gibt, sondern eher, dass es eine Herausforderung ist und dass man selbstverständlich Herausforderungen annehmen müssen und dass dadurch natürlich auch Chancen bestehen. Und worum geht es in dieser parallelen Session, die Sie leiten? Können Sie ganz kurz nur sagen, was so die Keynotes sind? Nee, eigentlich gibt es einen wesentlichen Keynote und das ist eigentlich die Aussage, bereitet euch darauf vor, schlaft nicht, sondern ihr werdet merken, dass wenn ihr beginnt, dann müsst ihr jetzt beginnen, eure Geschäftsmodelle anzupassen. Und ja, Geschäftsmodelle 2025, wie werden sich diese verändern? Ich glaube, dass die sich massiv verändern werden in Bezug auf natürlich das ganze Personalmanagement, auch auf die interne Büroorganisation, dass man einfach moderner werden muss, auch in der Restrukturierung vielleicht ein bisschen kreativer werden muss. Und ich finde, dass die Veranstaltung heute eben auch sehr schön gezeigt hat, wie die Beteiligten sich darauf vorbereiten. Denn wenn ich mal, ich sag mal, 10 Jahre zurückgehe und mir mal die Vorträge vor 10 Jahren angucke, dann sind das heutzutage völlig andere Themen, die im Wesentlichen auch darauf abzielen, auch mal über den eigenen Tellerrand zu gucken und zu gucken, wie ist die allgemeine Entwicklung. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der dazu führen wird, dass wir zum Beispiel im Bereich Personalmanagements uns darauf einstellen müssen, dass die Mitarbeiter viel moderner werden, dass wir viel moderner werden müssen, dass das Thema Mitarbeiter sowohl in den Restrukturierungen, aber auch in den eigenen Organisationen natürlich ein Thema ist, wo man auch einfach was bieten muss und weniger die Hierarchien, sagen wir, im Auge hat, sondern im Prinzip die Menschen wollen in Gruppen arbeiten, sie wollen in Gruppen Erfolg haben und ich glaube, gemeinsam ist man auch stärker und kann auch mehr erreichen. Und als letzte Frage wäre für mich noch, was wird denn die größte Herausforderung darin dann überhaupt sein? Ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, dass es einen massiven Wandel geben wird, der sich natürlich auch auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen auswirken wird. Denn die Unternehmen müssen sich stark anpassen. Wir reden natürlich nicht von großen Unternehmen, die auch die notwendige Kapitaldecke haben, diesen Strukturwandel durchzuführen, sondern Deutschland ist ja geprägt vom Mittelstand. Und ich glaube, mittelständische Unternehmen müssen sich tatsächlich fragen, wie finanziere ich auch den Strukturwandel, wenn sie ihn dann überhaupt erkannt haben und sich nicht schon abgehängt haben. Also insofern glaube ich, dass das eigentlich der wesentliche Punkt sein wird. Das Ganze ist auch eine Finanzierungsfrage. Ihr Tipp für Restrukturierer in einem Satz? Werdet kreativer, arbeitet mehr in Gruppen und lasst eigentlich das Ego-Shooting.